Ja, ich freue mich wieder mal bei Novise in diesem Studio zu sein. Ich komme gerne immer wieder mal hierher und ich habe diesmal das Thema mitgebracht, Erdklima versus Klimapolitik. Das sind zwei Dinge, das Erdklima auf der einen Seite und die Klimapolitik diametral gegenüber. Das passt nicht so richtig zusammen, wie wir sehen werden, aber das ist ja der Sinn des Vortrags. Kurz zu meiner Person. Mein Name ist Werner Kirstein. Ich bin jetzt im Ruhestand am Institut für Geographie. Und die Geographie ist ja eine der Disziplinen, die sich wirklich mit Klimatologie auseinandersetzt. Also in der physischen Geographie gibt es einen Bereich Klimageographie oder Klimatologen. Ich möchte das gleich mal ein bisschen erläutern, warum ich hier Wert darauf lege, dass ich Berufsbezeichnung Klimatologe trage. Und zwar, ich habe mal Klimatologie versus Klimawissenschaft hier drüber geschrieben, weil den meisten Leuten ist bekannt der Begriff Klimawissenschaft. Klimatologie ist ein bisschen in Vergessenheit geraten. Und deswegen habe ich mal hier aufgeschrieben, aus welchem Hause ich stamme sozusagen. Die Klimatologie hat ihren Ursprung in der Klimageographie, das ist also genau, wo ich herkomme, und in der statistischen Meteorologie. Die Meteorologen selbst haben sich lange nicht mit Klimatologie befasst. Aber es wurde dann auch immer, ich war damals noch beim Herrn Kappel, der hat die Wetterkarte im ZDF damals moderiert. Und das war noch die klassische Zeit, wo auch ein paar Meteorologen sich mit Klima befasst haben. Aber die haben natürlich in erster Linie immer das Wetter im Auge gehabt. Gut, das ist auch in Ordnung. So, bedeutende Klimatologen möchte ich mal hier nennen, wie ich sie kennengelernt habe im Studium, waren Köppen. Köppensche Klassifikation, Klimaklassifikation ist also in allen Schulen immer noch heute aktuell. Dann Penck, Geiger, Troll, Paffen von Wissmann, Kreuzburg, Walter, Flohn aus Bonn, der war in Bonn Meteorologe, dann Neef und Hensel war einer aus der damaligen DDR. Also, und es gibt noch mehr und wollte noch ein paar nennen als Beispiel, die sind also heute kaum jemand bekannt, in der Öffentlichkeit weniger, nur wer sich mit Klimatologie befasst hat. Dann die Terminologie, die Begriffe, die die Klimatologen verwendet haben damals auch, wenn es um Veränderung des Klimas ging, das war das die Stichworte Klimaänderungen, Klimaschwankungen, Klimafluktuationen oder Klimavariationen. Ich möchte Wert darauf legen, das waren die Begriffe, wenn sich am Klima irgendwas geändert hat. So, dagegen heute hält die Klimawissenschaft, ganz anderer Begriff, ist ein neuer Begriff, seitdem der vermutete Einfluss des Menschen auf das Erdklima untersucht wird. Stichwort hier anthropogener Klimawandel. Und da haben wir auch schon das entsprechende Wort hier. Die Instrumente der Klimawissenschaft sind Computersimulationen, Formulierungen wie Prognosen, Szenarios, die tauchen auf und zwar mit dem Zweck der Politikberatung. Das sagt schon eigentlich, was dahinter steckt. Politikberatung wollen die Klimawissenschaft machen. Die Klimatologie hat da nie was mit zu tun gehabt. Also als ich studiert habe, hat sich niemand wirklich für die Klimatologie interessiert, schon gar nicht die Politik. Jetzt, wo es um den Klimawandel geht, der Mensch ist schuld, jetzt kommt natürlich die Politik und sagt, wir wollen Politikberatung haben von den Klimawissenschaftlern. Diese Klimawissenschaftler sind zum Teil überhaupt keine Klimatologen, das ist das Schöne daran. Ganz wenige sind Meteorologen, dann gibt es aber eine Reihe, die sind theoretische Physiker zum Beispiel. Die können also Computersimulationen gut machen und kennen sich also aus mit Modellen, mit Szenarien, mit Szenarios und haben daher einen ganz anderen Ansatz. Die Klimatologie kommt bei der Klimawissenschaft immer ein bisschen kurz, wenn ich mir die anschaue. Und dieses Vokabular ist Klimawandel im Gegensatz oben zu Klimaänderungen. Erderwärmung, Klimakatastrophe. Ist ganz klar, dass natürlich hier dieses Wort Klimawandel erst erfunden wurde mit der, oder von der Klimawissenschaft. Vorher hat es also diesen Begriff Klimawandel nicht gegeben. Man muss mal beachten, die Psychologie hinter dem Wort Klimawandel im Vergleich zu Klimaänderungen. Oben bei den Klimatologen, Klimaänderungen, Klimaschwankungen, Fluktuationen, Variationen, da sagt er immer noch, na, das geht mal hin, mal her, aber Klimawandel ist völlig was Neues. Das Klima ändert sich total und ist sozusagen irreversibel. Das steckt eigentlich, die Absicht steckt dahinter, hinter dem Wort Klimawandel. Also man achte auch auf die kleinen Unterschiede im Vokabular. Ja, dazwischen ist natürlich ein riesiger Strich zu ziehen, das passt gar nicht zusammen. Und ich will mal zeigen, aus der Klimatologie, da
das ist schon immer bekannt, dass der Mensch im Polarklima lebt, dass er im gemäßigten Klima lebt, im mediterranen Klima, im Subtropenklima und im tropischen Klima. Da hat also ganz unterschiedliche Lebensräume, deswegen darüber Lebensräume des Menschen. Beispiel hier in Sibirien, die Durchschnittstemperatur ist minus 10 Grad, Durchschnittstemperatur im Jahresdurchschnitt. Die Winter sehen natürlich noch viel kälter aus. Im gemäßigten Klima, das kennen wir alle, das hier zum Beispiel Berlin, plus 9 ist ja der Mittelwert im Jahresmittel. Im mediterranen Klima, Beispiel Athen, haben wir plus 18 Grad. Ich habe immer noch die Spanne hingeschrieben, also von plus 10 bis plus 28 Grad Celsius. Dann das subtropische Klima im Sahel, Algerien beispielsweise, plus 25 Grad Jahresdurchschnittstemperatur. Und das tropische Klima schafft es sogar bis auf 27 Grad im Durchschnitt. Sie sehen auch hier 26 bis 28, da ist die Spanne sehr klein, weil in den Tropen ja keine ausgeprägten Jahreszeiten stattfinden, sondern es ist ja alles sozusagen das ganze Jahr über ändert sich das Klima nicht. Es gibt ja keinen Sommer, keinen Winter in den Tropen, das ist eine Besonderheit eben. Ja, dann noch kurz zur Einführung die Klimadefinition. In der Klimageografie, ich bleibe noch ein bisschen bei der Klimageografie, das müssen wir jetzt nicht, ich habe das mal gelehrt als Hochschullehrer bei den Studenten. Was ist Klima eigentlich? Also eine rechnerische Zusammenfassung über Ort, Landschaft, größeren Raum, ist ganz typisch, und der Erdatmosphäre sind Zustände von Witterungsvorgängen. So, und dann kommt entscheidend während eines längeren Zeitraumes. Das längere Zeitraum, der ist eigentlich charakterisiert mindestens 30 Jahre, sagt man. Besser noch 50 oder eben 100 Jahre, wenn man das Klima betrachten will. Und dazu gehören natürlich auch, die ich hier unten geschrieben habe, die häufigsten noch die extremen Werte. Auch extreme Werte gibt es immer wieder beim Wetter, die gehen mit ein in die Berechnung des Klimas. So, dann kann man das kurz zusammenfassen, das kann sich der Student viel leichter merken. Das Klima ist eine Rechengröße, im Gegensatz zum Wetter. Das Wetter ist eine Messgröße. So, und bei dieser Rechengröße ist, kann man das immer so, na Pi mal Daumen sagen, das wäre so etwas wie das Integral über die regionalen Wetterereignisse, also auch der X, der Y und der Z, in einem nach oben auch ausgedehnten, und über die Zeit natürlich. So, was man da berechnet, ist ja eine Rechengröße, sind Mittelwerte, Standardabweichungen und so weiter von einzelnen Wetterdaten. Ich will es noch ein bisschen anders darstellen, hier in einer Grafik. Man lernt ja grafisch viel besser als Texte. Und ich habe hier mal die Erdoberfläche skizziert. Und diese einzelnen Kreise, das sollen jetzt Wetterräume sein. Lokal begrenzte Wetterereignisse. Unter anderem das Rote hier, also auch Extremwetter gehören auch natürlich dazu hier. Diese Extremwetter auch zum Beispiel ein Punkt, wo es um ein besonderes Wetter geht. Also alles, stellen Sie sich vor, Hoch- und Tiefdruckgebiete oder was Ähnliches. Oder hier steht es auch Nebel, Tau, Schnee, Frost, Hagel, Regen, Trockenheit, Sturm, Wind, Kälte und so weiter. Das alles gehört zu einzelnen lokalen Wetterereignissen. Und jetzt machen wir Folgendes. Dass diese Wetterdaten bestehen ja aus Zahlenwerten und das nennt man also Rohdaten für die Klimatologie oder für das Klima. So, diese Daten gehen also, aus Rohdaten werden Rechendaten, beispielsweise hier, das ist nur stellvertretend, ne? Mittelwert und Standardabweichung und viele andere Rechenwerte ebenfalls. Dann kommen diese Daten, diese Rechendaten in den Rechner. Große Mengen solcher Daten, statistische Daten natürlich, die in den Rechner reingehen. Ich werde das mal hier symbolisiert. Ne, letztlich, da haben wir diese Rechenformeln und letztlich ist also das Klima dann im Rechner gelandet. Ne, ist also, wenn man das jetzt genau formulieren würde, könnte man sagen, das Klima ist ein virtuelles, globales Klimamodell. Das ist also nicht messbar, wie gesagt, sondern mal rechenbar. Ich habe es nochmal drunter geschrieben. Das globale Klima ist ein virtuelles Datenmodell. Das haben sich vielleicht andere Leute anders vorgestellt. So, dann haben wir nur noch Datenflüsse, die jetzt mal symbolisch dargestellt sind hier vorne. So, und entscheidend ist jetzt der Satz: Virtuelle Daten im Rechner können nicht Extremwetter in der Natur verursachen. Das heißt, alles, was ich hier reingebe, ein Stückchen weiter mal vielleicht noch, alle diese Daten, die in den Rechner reingehen, die gehen in diese Einrichtung. Und jetzt wird immer behauptet, die Extremwetter, das ist eine Folge des Klimas. Ne? Das heißt, es geht nicht zurück. Es kann nicht hier ein Extremwetter vorliegen im Rechner und dann geht das zurück und er verursacht ein Extremwetter. Das ist der entscheidende Unterschied.
dass also alles in diese Richtung geht, die Daten. Ein Extremwetter kann also nicht im Rechner zwar vielleicht festgestellt werden, aber es kann nicht in die auf die Erdoberfläche und dann Extremwetter auslösen. So, Extremwetterereignisse. Ich habe mal ein paar rausgegriffen hier. Nicht alles kann man da jetzt zeigen. Hier sind das die tropischen Zyklonen und hier unten die Hurricanes im Wesentlichen und tropische Stürme. Verteilung auf der Erde sieht man hier ganz grob natürlich, das stimmt nicht hundertprozentig, sondern so als Anhang. Und man sieht also hier auf dieser Skala von 1970 bis 2014, dass es ein ständiges Auf und Ab ist. Kriegt man gar keine Regel rein in den Extremwetterereignissen. Hier von 1970 bis 2013 steht da. Hier oben sehen Sie, und interessanterweise verhalten sich diese Kurven merkwürdig immer Maxima über Maxima, Minima über Minima. Es scheint also ein Zusammenhang zu bestehen zwischen Hurricanes und tropischen Zyklonen. Wenn man also so ein Jahr hat, wo Unwetter sind, dann treten Hurricanes, dann treten auch tropische Zyklonen auf. Interessanterweise korreliert. Ja, aber das Entscheidende ist jetzt, man sieht, wenn man bis hier geht, überhaupt nicht die Tendenz. Komischerweise ab 2000 oder 1996 im Gegenteil nehmen also diese Zyklonen und die Hurricanes nicht zu, sondern eher ab, wenn überhaupt. Es ist auch irgendwie das anders uns verbreitet. Gut, jetzt mal ganz kurz über die Klimaentwicklung, da möchte ich mich gar nicht lange aufhalten. Man sieht also hier 600 Millionen Jahre bis heute, dass das Klima, die Temperaturen, hier doch die blaue Kurve immer an Auf und Ab gewesen ist, ganz grob natürlich, so weil man das überhaupt kann in diesem Millionen Jahre zurückliegenden Zyklus. Dann hier das CO2, auf das kommen wir ja gleich noch sehr genau zu sprechen. Das CO2 war mal sehr hoch, 0,7% in der Atmosphäre. Heute ist es 0,04, diese berühmten 400 ppm sind 0,04%. Dazwischen steckt ein Faktor 19, also fast 20, zwischen 0,04 und 0,7 in der Erduhrzeit. Man sieht also, dass CO2 war damals schon wesentlich stärker in der Atmosphäre vorhanden als heute. Nun gab es da natürlich keine Menschen, das muss man fairerweise dazu sagen. Auch keine Menschen, die das CO2 hätten erzeugen können. Das ist also ganz natürlich entstanden. So, was häufig zitiert wird, ist diese Kurve aus den Eisbohrkernen. Das sind jetzt nicht 600 Millionen, sondern 600.000 Jahre zurück. Also doch schon wesentlich kürzerer Zeit. Und da sieht man, dass sich immer eine Warmzeit und eine Kaltzeit, Warmzeit, Kaltzeit und so weiter sich abgewechselt haben. Ziemlich regelmäßig sogar. Und dieser Effekt, der wird sich wahrscheinlich, wenn wir hier angekommen sind, auch noch fortsetzen. Zurzeit haben wir gerade das Holozän. Wir sind in einer Warmzeit im Moment. Und was jetzt kommen wird, irgendwann, keiner weiß es genau, wieder eine Kaltzeit dahinter. Ne? Wir wissen noch nicht, wann uns das passieren wird. Noch was ist interessant an dieser Grafik. Die Warmzeiten sind immer viel kürzer als die Kaltzeiten. Eine Kaltzeit, wenn sie dann mal kommt, ist richtig lange. Und dann geht es relativ schnell in eine Warmzeit über. Wir sind ja jetzt in dieser Warmzeit und dann kommt wieder eine längere und ein langsamer Abstieg wieder, wie man hier sieht, ein langsamer Abstieg in eine wieder Warmzeit. So, erstmal die Kaltzeit, dann natürlich die Warmzeit. Jetzt habe ich noch oben noch drüber geschrieben. In der Eem-Warmzeit, das war also die letzte Warmzeit vor der heutigen, hier in der Eem, da steht es dran, in der Eem-Warmzeit war beispielsweise, also vor 130.000 Jahren, lag der Meeresspiegel um 2 bis 3 Meter höher als heute. Das wissen auch nicht viele Leute, dass hier, wir haben zwar heute einen Meeresspiegel definiert, und in der Kaltzeit geht es mehr immer wieder zurück. Es gibt einmal eine Regression. Und in der Warmzeit haben wir eine Transgression. Da kommt wieder hier der Meeresspiegel zum Steigen. Und 2 bis 3 Meter höher als heute, das ist schon beträchtlich. Ne? Man denkt, da wären die Niederlande wären oder waren damals schon verschwunden. Naja, vor 130.000 Jahren war es noch nicht so viel los mit den Niederländern. Gut. Warmzeiten und Kaltzeiten im Wechsel, schon immer gewesen, nichts Neues. Und jetzt kommt hinzu, dass man gesagt hat, wie war das mit dem CO2, also dem Wechsel zwischen Warm- und Kaltzeiten. So, wenn man jetzt mal genau hinschaut, diese Grafik hat man, diese auflösende Grafik, hat man erst 2004 oder sowas ähnliches gefunden. 2006 steht hier. Und zwar hat es Folgendes jetzt. Temperatur und CO2 sollte ja immer gleichmäßig oder
war vorausgesetzt, dass hier diese Kurve, Temperatur und CO2, man sieht, CO2 und Temperatur verhalten sich so ähnlich. Die laufen, also haben gesagt, das war der Beweis, also bitte, wenn das CO2 steigt, steigt die Temperatur. So einfach hat man sich das gemacht. Und schaut man jetzt mal genauer hin und löst diese Skala hier unten auf und dehnt sie etwas mit entsprechenden Untersuchungsmethoden, dann sieht man, dass die nicht genau übereinstimmen, sondern dass hier erst die Temperatur ansteigt und dann 1200 Jahre später, dann steigt hier das CO2 an. Und umgekehrt, wenn die Temperatur wieder abfällt, hängt das CO2 wieder hinterher. Ist also genau umgekehrt. Nicht etwa das CO2 verursacht Temperaturänderungen, sondern genau umgekehrt. Wenn die Temperatur sich ändert, dann kommt hinterher, hunderte oder einige hundert Jahre, kommt die Reaktion des CO2s. Ja, ist das ein kausaler Zusammenhang? Ja, ist es eigentlich, ne? Aber mit verzögerter Reaktion des CO2. Das kommt also, hängt wirklich hinterher. Ja, Ursache, warum ist das so? Das CO2 gast langsam aus dem Wasser und geht später dann, kommt in die Atmosphäre und später geht das CO2 wieder zurück in Lösung. Ich habe das mal mit A und L, das geht jetzt hier zu sehen. Hier wäre also die Ausgasung findet hier statt, das CO2 kommt raus in die Atmosphäre und dann etwas später hier die Lösung, da geht das CO2 wieder in Lösung, das heißt also ist im Wasser gelöst. Das kennen wir ja alle vom Mineralwasser, ne, da ist ja auch CO2 drin gelöst. Schadet uns ja nicht, sonst würde es ja sowas passieren. Also es ist in Lösung hier drin. Und man kann es auch rausholen, wenn ich das Ding erwärme, kommt das CO2 rausgesprudelt. Umgekehrt ist es ein bisschen schwieriger, aber im großen Maßstab funktioniert das. Ein anderes Bildchen dazu. Der langfristige CO2-Speicher des Ozeans oder der Ozeane ist bekannt. Was passiert? Die Weltmeere können in den Eiszeiten gigantische Mengen CO2 aus der Luft aufnehmen. Also CO2 ist wasserlöslich. Ne? Das ist bekannt. So, das ist also in der Eiszeit. Und was passiert jetzt in Warmzeiten? Da kommt das CO2 wieder raus, es kommt nach oben. In Warmzeiten wird es an die Atmosphäre wieder abgegeben und der Prozess der Ausgasung. Das läuft also sehr, sehr langsam, aber regelmäßig mit dem Wechsel von Kalt- und Warmzeiten ab. So, ich möchte jetzt mal hier so ein bisschen in die letzte Zeit, die letzten 10.000 Jahre oder die letzten 13.000 Jahre. Vor 10.000 Jahren ging die letzte Eiszeit zu Ende. Das ist hier bei uns, war das die Weichsel-Eiszeit. Und dann kommt in der Nacheiszeit, da geht es mal auf und ab und auf und ab. Da gibt es also verschiedene, das ist typisch eben, ne, für die Temperatur auf der Erde, ob man das im langen Zeitraum betrachtet oder im kurzen Zeitraum. Es ist ein ständiges Auf und Ab. So, wir hatten sogar mal hier, jetzt müssen wir eben schauen, das, ja, hier war es auch schon mal wesentlich wärmer, 4500 vor Christus, das war in der Mittelsteinzeit und deutlich wärmer als heute. Und hier der berühmte Punkt, 1200 nach Christus, das ist dieser kleine Peak hier, der ist ja immer noch höher als heute, da war es auch sehr schön warm. 1200 nach Christus war so die Zeit der Gotik. Das haben die Menschen also voll erlebt und dann kam eben danach, nach der Gotik, dann ging es ins 16., 17. Jahrhundert, dann kam diese sogenannte kleine Eiszeit. Da wurde es auch deutlich kühler und wir sehen also einen ständigen Wechsel, der war schon immer da und das Klima ist keineswegs, wie uns manchmal erzählt wird von den Klimawissenschaftlern, das wäre was Konstantes, was ewig Stetiges und jetzt fängt der Mensch an, das zu verändern. Also wenn man sich das anschaut, sieht man, dass es überhaupt nicht stimmt. So, und dann komme ich mal jetzt zu einem 2-Grad-Ziel. Man sieht also, wenn ich von hier ausgehe, von der letzten, ich müsste eigentlich noch tiefer gehen, dann geht das in Schritten von 2 Grad, 2 Grad, ich habe das nur genommen, weil dieses 2-Grad-Ziel ja in der Politik so wichtig ist. Und dann hier nochmal, ich muss mal gucken, ob es hier nochmal kommt. Ja, das war dann nochmal 1 Grad. Insgesamt also 5 Grad, wenn man hier bei 13.000 Jahren anfängt, hat sich die Temperatur um 5 Grad erhöht. Das ist globale Mitteltemperatur. Und lokal vor einem Gletscher in Süddeutschland beispielsweise oder wenn man das hier in Norddeutschland drauf geht, wo der Gletscher, der kam ja bis Leipzig, aber nicht in der letzten, sondern in der vorletzten Eiszeit, dann sind die Unterschiede noch größer. Das sind also beträchtliche Unterschiede, die sich abgespielt haben und zwar ohne Zutun des Menschen.
Ja, diese Kurve, die obere, diese Mauna Loa-Kurve, die wird sehr oft gezeigt. Das soll also den CO2-Anstieg zeigen. Seit 1960, 58 wurde begonnen auf der Mauna Loa, also einem Vulkan auf Hawaii. Da wurde die Messung hier, und Sie sehen hier diese jahreszeitlichen Schwankungen, das kommt einfach durch Sommer, Winter, mit der Photosynthese, die ist ja abhängig von der Jahreszeit, steigt also bis heute. Und jetzt hat man mal die Temperatur dazu gezeichnet. Und hier sieht man hier ein ewiges Gezackel, also sehr stark auf und ab. Typisch, sagte ich, für die Temperatur. Der Trend ist aber hier doch bis 1975, so ungefähr, oder 78, insgesamt abnehmend. Und dann, wenn ich wieder eine Trendlinie zeigen möchte, dann steigt sie auf. Und seit 2003 ungefähr ist die Abnahme, ist eine kleine Abnahme wieder zu erkennen. Und jetzt kommt das Interessante der ganzen Geschichte. Wenn ich diese 25 Jahre rausgreife, dann habe ich eine Übereinstimmung, Anstieg CO2, Anstieg der Temperatur. Und es wurde also dann daraus geschlossen, ich kann mich noch gut erinnern an diese Zeit, der CO2-Anstieg und der Temperaturanstieg, beide stiegen an und gesagt, oho, was ist denn jetzt los? Wo kommt das her? Ja, das war natürlich sofort da, Temperatur, CO2 verursacht Temperaturanstieg. Wir haben ja vorhin gesehen, dass es eigentlich genau umgekehrt ist, aber das nimmt man natürlich gerne. Ich werde später noch erklären, warum. Komischerweise hat hier es niemanden gestört, dass die Temperatur abstieg und trotzdem das CO2 ansteigt. Und jetzt sind wir wieder dabei, dass die Temperaturen, naja, quasi stagnieren oder leicht abnehmen und das CO2 steigt weiter an und es wird noch eine Zeit lang ansteigen. Wir haben ja vorhin, habe ich ja gezeigt, dass das ausgast. Wir sind ja in einer Warmzeit und es wird immer noch ausgasen. Selbst wenn die nächste Eiszeit beginnen sollte, irgendwann wird das ja kommen, wird die Ausgasung noch ein paar hundert Jahre andauern, bis das alles wieder aus dem Ozean sich wieder umkippt und das CO2 wieder aus der Atmosphäre in den Ozean zurückgeht. Also es wird noch eine Zeit lang so ansteigen, das CO2. Ja. Das sind hier die sogenannten 280, ich habe mich hier auf diese Ebene gestellt, 280 ppm, hier auf der rechten Skala, da kommt es her, 280. Das ist angeblich der vorindustrielle Wert für das CO2 gewesen. Man sagt also, so um Ende des 19. Jahrhunderts, als die Industrialisierung begann, einsetzte, da lag das CO2, wenn ich jetzt hier zurückgehen würde, ne, noch ein Stück wie sich zum Beginn der Industrialisierung, dann komme ich auf 280 an. Das wäre der Ausgangswert gewesen. Ich werde gleich zeigen, dass das überhaupt nicht stimmt, dass es also in Wirklichkeit ganz anders ausgesehen hat. So, ich habe mal hier gefunden, das Meyers Konservationslexikon. Sie sehen, das ist nicht neu. Ich bin mir bewusst das. Und zwar wurde das beendet 1890. Also echt ein historischer Schatz, den ich da nehme. Und was steht da drin? Kohlensäuren, im Kapitel Kohlensäure, beträgt 1890 0,04%. Das heißt, es ist der Wert von heute, den wir heute haben. Also es hat also schon Zeiten gegeben, wo diese 0,04% waren, von wegen vorindustriell 280. Also das hat man damals schon in dieses Konservationslexikon reingeschrieben. Und wenn man es ein bisschen genauer anschaut, dann sind die CO2-Messungen sehr kompliziert. Das ist der Wert von 280 ppm. Hier auf diesem Niveau liegt der. Da, 280 hier so ungefähr. Und die Messungen davor, das sind Einzelmessungen gewesen. Da hat jeder Autor was anderes gemessen oder jeder experimentell rechnende oder arbeitende Wissenschaftler hat CO2-Werte gemessen, angeblich, die noch viel höher waren. Und Sie sehen, das ist ja ganz schwierig, da rauszukommen. Es gibt eine Wolke, wo die meisten Messungen liegen, aber Sie sehen schon, wie schwierig das ist, eine Angabe zu machen. Deswegen habe ich persönlich meine Zweifel, wenn ich mir diese Mauna Loa-Kurve anschaue, wie das so schön ansteigt. Ne? Ich mir das anschaue, das zackelt ja furchtbar hin und her. Also ich denke auch, die Mauna Loa-Kurve ist etwas idealisiert und einseitig geprägt. So, dann käme ich jetzt zum Treibhaus. Und Atmosphäre ist kein Treibhaus, habe ich geschrieben. Ich habe mal hier den Treibhauseffekt aus einem Kinderbuch rausgenommen. Ich finde, da gehört er auch hin. Von Svante Arrhenius, 1896 postuliert, ist genau das eben, die Sonne strahlt auf die Erde. Dann gibt es eine Reflexion, eine Rückstrahlung. Und die ist etwas langwelliger, also langwellige Strahlung.
Und jetzt kommt, trifft das auf das CO2 hier oben, so sagte Arrhenius, und wird jetzt zurück wieder auf die, kommt der Erde wieder, Erdoberfläche zugeführt, kommt zurück. Ja, da frage ich mich jetzt, warum, wenn das wirklich hier jetzt wieder auf, das ist sich gesichert hier, dass es wieder eine Rückstrahlung gibt von der Erde, langwelliger. Und jetzt trifft die auf CO2, wird von CO2 in allen Molekülen absorbiert. Also CO2 wird dann etwas wärmer, gibt es natürlich an die umgebende Luft ab. Und warum soll jetzt bitte schön eine Strahlung dann nach unten gehen? Habe ich mich gefragt. Ne? Warum kann die nicht also noch nach rechts, nach links, nach hier unten, nach da, nach oben oder ganz nach oben? Denn warme Luft steigt ja bekanntlich auf, das CO2 nicht, aber es entwärmt ja die Luft in der Umgebung und warme Luft steigt immer nach oben auf. Warum sollte also ein Rückweg hier kommen, die Erde aufheizen? Das ist nicht so richtig erklärbar. So, Sie sehen hier den Treibhauseffekt aus einem Kinderbuch. Ja, ich sag's nochmal, da gehört er eigentlich auch hin. Erstmals wurde dieser Treibhauseffekt schon wieder widerlegt, ein paar Jahre später, 1909, von Robert Wood. Der hat gesagt, kann gar nicht sein, kann nicht stimmen. Und wenn ich ganz aktuell in Literatur gehe, dann gibt es seit ein paar Jahren, seit 10 Jahren ungefähr, bekannte Theoretiker, die gesagt haben, also Teuschner und Gerlich zum Beispiel, kann man in der Fachliteratur nachlesen, die haben also auch den Treibhauseffekt widerlegt. Es gibt keinen CO2-Treibhauseffekt, sagen sie, das muss ich mir vorstellen. Alle Welt redet vom Treibhauseffekt und sie sagen, es gibt ihn nicht. Also es gibt auch moderne Fassungen der Widerlegung dieses angeblichen Treibhauseffektes. Übrigens in einschlägigen Lehrbüchern der theoretischen Physik ist er nicht enthalten. Ich habe ja selber auch Physik studiert und habe damals den Pohl und den Gerzen gehabt, unter anderem und andere Lehrbücher, die man an der Hochschule im Physikstudium benutzt. Da stand nichts vom Treibhauseffekt drin, obwohl er ja schon eigentlich hier 1896 stattgefunden haben sollte oder entdeckt wurde, wie auch immer, oder vermutet wurde, besser gesagt. Wurde also in den Physikbüchern verschwiegen, hat man später gedacht, warum eigentlich? Ich kann nur sagen, die Physiker waren sich da, die Autoren, nicht einig. Gibt es ihn oder gibt es ihn nicht? Also lassen wir einfach weg. Ne, das ist am einfachsten, da hat man nichts Falsches geschrieben. Also, ich sage, streichen wir den, diese Rückstrahlung. Die ist also widerlegt. Den Treibhauseffekt gibt es danach nicht, obwohl es einige immer noch behaupten. So, das ist der Unterschied. Das ist das Gewächshaus mit einem Glasdach. Und hier liegt jetzt ein geschlossenes System vor, das heißt die warme Luft, die hier natürlich sich erwärmt hinter dem Glas, die kann aber nicht mehr zurück, die wird also hier gehindert durchs Glas. Hier wird, hat man gesagt, durch CO2 gehindert, aber es ist oben offen. Also warme Luft kann dann nach oben weggehen. Hier geht es nicht, weil Glas da ist. Und wird also hier durch diese Glasschicht unterbunden, der Austausch, es heizt sich richtig aus, auf. Jeder weiß im Auto, wenn er es in der Sonne stehen lässt, macht die Tür zur auf, wenn er zurückkommt, ist das Auto innen richtig heiß drin. Das ist ein Glashauseffekt. Ne? Die Wärme kann nicht mehr raus, wenn sie einmal im Auto gespeichert wird. Akkumuliert, häuft sich da drin an. So, im Glashaus jetzt hier unten kann man die Temperatur, damit es nicht zu heiß wird, kann man die regeln durch Öffnen hier von bestimmten Fenstern. Man will also eine bestimmte Temperatur haben, dass nicht zu heiß drin wird. Ne? Es sind auch schon Kinder gestorben im Auto, die da überhitzt wurden von diesem Effekt eben. Von diesem, Treibhauseffekt kann man sagen, aber in einem geschlossenen System. Nur wenn alles dicht ist, funktioniert das. So, wie sieht das aus mit dem CO2-Bedarf von Pflanzen? Ich hatte vorhin schon mal erwähnt, der normale CO2-Gehalt in der Luft bei uns, also nicht hier im Treibhaus, im Luft liegt bei 0,04%. So, dieser Wert aber, diese 0,04%, die wir ja aktuell hier haben, also knapp 0,04, die sind aber für die Pflanzen nicht optimal. Zumindest für die Photosynthese der Pflanzen, denn das ist ja das, was die Pflanzen damit machen. So, als für die Pflanzen optimale Werte gelten Konzentrationen zwischen 0,06, man vergleiche hier 0,04, und 1,6. Das heißt, wir haben eigentlich, wenn man die Photosynthese bei Pflanzen betrachtet, viel zu wenig CO2 in der Atmosphäre. Wenn das steigen würde, wäre das ja für die Pflanzen auf jeden Fall besser. Sowas wird auch verschwiegen von der Klimawissenschaft, dass wir eigentlich am unteren Rand sind, viel zu wenig. Wir bräuchten eigentlich, um die Pflanzen optimal wachsen zu lassen, bräuchten wir noch mehr CO2.
So, Gemüsepflanzen, zum Beispiel Tomaten, verlangen tendenziell etwas höhere Werte als Zierpflanzen. Also man ist bei den Gemüsepflanzen gut bedient, wenn das hier über 1% steigt. So, wie kommt das? Die CO2-Aufnahme von Pflanzen habe ich hier mal dargestellt, kann man überall finden im Internet und wird auch schon vor 15 Jahren gemessen oder auch schon vor 20 Jahren, dass es gibt C3-Pflanzen und C4-Pflanzen. Und wenn man sich anschaut, das ist die heutige Konzentration, 0,04 in der Atmosphäre. Wenn man die verdoppelt, da war ja immer die Rede von Verdoppelung des CO2-Gehaltes, verdoppelt, dann sind wir hier bei den C4-Pflanzen, tut sich nichts mehr, die nehmen nicht mehr CO2 auf. Aber die C3-Pflanzen bei zweimal CO2, sehen Sie, die können viel mehr CO2 aufnehmen, verarbeiten, umsetzen. Damit wachsen die Pflanzen natürlich viel besser. So, was sind jetzt C3-Pflanzen? Hier ist kurz die Strukturformel, warum das C3 heißt. Das sind drei Kohlenstoffatome mit drin. Getreide, Raps, Zuckerrübe, Kartoffel, Reis. Und jetzt kommt es, die tropischen Waldbäume sind auch C3-Pflanzen. Ich werde gleich darauf hinweisen, warum das so wichtig ist. Was sind C4-Pflanzen? Die haben hier vier Kohlenstoffatome drin im Molekül. Zum Beispiel Mais, Zuckerrohr, Hirse, Amaranth und die tropischen Savannengräser. Das heißt doch jetzt, dass die Bäume im tropischen Regenwald bei Verdoppelung des CO2-Gases oder noch höher davon profitieren würden. Der tropische Regenwald wäre nicht mehr gefährdet, sondern er könnte sich schnell regenerieren. Er kommt wieder in Schwung. Die abgeholzten Hölzer, okay, das, die leben davon, die Menschen, aber er hat eine Chance, sich zu regenerieren. Und die Savanne, die bleibt unberührt. Das heißt also, die Savanne oder die Wüste dehnt sich nicht aus, wenn das CO2 steigt. Sie bleibt im Status hängen. Die Photosynthese kommt nicht weiter, aber hier bei den C3-Pflanzen sieht das also sehr, sehr gut aus. So, ich gehe jetzt mal auf die Verdopplung des CO2-Gehaltes. In vielen Gewächshäusern wird Luft mit CO2 angereichert, um den starken Düngungseffekt des CO2 zu nutzen. Also von 400, ist gar nicht die Rede, von 600 bis 1600 ppm. So erhöht man in den Gewächshäusern den CO2-Gehalt. Ich habe das selbst gesehen. Voriges Jahr war ich ja in Island. Da haben wir so eine Tomatenzuchtfarm besucht und da waren also nicht wie hier solche kleinen Kästen, sondern Tomaten. Und die, ich habe ja vorhin gezeigt, dass Gemüse sehr gerne höhere CO2-Werte aufnimmt, weil es dann besser gedeiht. Die Tomaten reifen schneller, reifen besser, sind größer, schmecken wahrscheinlich auch besser. Wir haben die auch versucht, schmecken ganz gut. Und die hatten dann also vorne, als wir reinkamen, denke ich, da steht so ein großer Tank. So ein Riesentank, ungefähr, naja, vielleicht 3000 Liter Tank, sondern stand ganz groß CO2 drauf. Aha, jetzt fragst du doch mal. Und dann hat er gesagt, ja, tatsächlich, wir leiten das CO2 hier ein als Gas in die Gewächshäuser. Sag, wie viel denn? Ja, sagte, wir machen das bei 900 ppm. Das heißt also mehr als der doppelte natürliche CO2-Gehalt und machen damit also hervorragende Ergebnisse und erzielen damit wirklich Gewinn. Ja. Also wir haben hier drin erwärmte Luft und CO2 zugesetzt, um diesen Düngungseffekt richtig in Gang zu kriegen. Wenn man ganz schlau ist, dann macht man Folgendes: Man will sich auch die Wärme herstellen hier für diese. Auf Island ist es also nicht so doll warm, da muss man also die Wärme schon hier in Brennkammern erhöhen, Schornstein. Und dann nimmt man das CO2 raus, wird ja getrennt aus den Abgasen und wird dann dem Treibhaus zugeführt. Also das ist natürlich eine optimale Energienutzung. Übrigens, die Isländer verstehen sich auf optimale Energienutzung. Die haben ja sozusagen die Thermalquellen vor der Haustür. Die brauchen nur rauszugehen. Dann haben sie schon die nächste Thermalquelle, ohne irgendwas dafür zu bezahlen. So, auf den Regenwald nochmal zu kommen. In Brasilien, ich habe hier mal so ein Beispiel rausgenommen aus dem ein Luftbild aus dem Jahre oder Satellitenbild aus dem Jahre 1984 und die gleichen Ausschnitt 1998. Und da sehen Sie, wie die Rodung, der Holzeinschlag und die Rodung, die Brandrodung in dieser Zwischenzeit vorangekommen ist. Das ist ja nur wenige Jahre, das ist gar nicht so viel, keine 50 Jahre, viel, viel weniger. Und diese roten Flächen, also da, wo der tropische Regenwald nicht mehr existiert, da schaut sozusagen ja, der blanke Erdboden raus.
Jetzt wäre es doch optimal, wenn wir den CO2-Gehalt verdoppelt hätten in der Atmosphäre und der tropische Regenwald könnte sich hier sehr schnell wieder erholen. Das wäre auch ein Umweltaspekt, aber komischerweise wird er ganz klein gehalten. Reden die Leute nicht darüber. Natürlich wieder Aufforstung geschieht auch und das ist genau der Punkt, wenn ich wieder aufforste, wird mir also dieser höhere CO2-Gehalt sehr zu Nutzen kommen. Das ist aus Indonesien, dieses Bild auch im tropischen Regenwald. So, wir haben also im Gegenteil, uns wird gesagt, wir müssten CO2 eigentlich rausnehmen aus der Atmosphäre. In Wirklichkeit ist es gar nicht der Fall, wie wir gesehen haben, also eher eintragen als rausnehmen. Und dann kam 1987 die Idee, sage ich mal, nach dem Bild, was ich vorhin gezeigt hatte, dass also Temperatur und CO2 gleichzeitig anstieg. Dann hat man gleich Alarm geschlagen und gesagt, ja, wenn das jetzt so weitergeht und CO2 könnte dann dieser Kurve folgen, das wäre also sozusagen die Klimakatastrophe von der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, übrigens nicht von Meteorologen, ins Leben gerufen. Warum es dazu kam, das würde jetzt hier zu lange dauern, aber die Klimakatastrophe ging also in die Presse und in den USA wurde das sehr schnell aufgegriffen, bei uns hat man gar nicht so richtig mitbekommen. 1987, das war dieses Jahr. Und was passiert in Wirklichkeit? Wir haben ja, sind ja schon ein Stück raus über 1987. Diese grüne Kurve, das ist die Realität 29 Jahre später. Das war also ein Horrorszenario, was man uns da angeboten hatte. Alle sollten also Angst kriegen. Das ist immer wieder der zentrale Punkt. Und dann ist noch einmal zu bemerken, warum ist dieser Balken hier da so angegeben? Von plus 1 bis minus, das ist eine relative Skala natürlich. Diese 2 Grad Celsius, das soll angeblich die natürliche Klimafluktuation sein. Ja, wer sagt denn das? Wenn wir uns das anschauen, wie das früher war, war die Fluktuation noch viel höher. Zwischen Eiszeit und Warmzeit liegen doch viel mehr als nur diese paar Grad. Das tut also so, als wäre das Klima schon immer so konstant gewesen, kleine Fluktuation und jetzt schießt es plötzlich hoch durch die CO2-indizierte, den indizierten Eintrag. Ja, für die Öffentlichkeit werden aus den mathematischen Computersimulationen und Modelle Entwicklungen schnell Prognosen. Zunächst mal waren es Szenarios, dann wurde daraus irgendwie unterschwellig, jetzt plötzlich sind es Prognosen, was die Politik ja haben will, wie ich vorhin schon sagte. Und später setzen Politik und Medien alles daran, die Prognosen dann als Realität zu verkaufen. Heute, wenn Sie mal fragen, die Kinder in der Schule, ja, Klimawandel, klar, gibt es, ne? Ist Realität angekommen. Es sind aber immer noch Computersimulationen, da sind wir noch nicht darüber hinaus, über dieses Stadium. So, und das sind diese Simulationen, die es gegeben hat. Ich will jetzt gar nicht darauf eingehen, auf diese einzelnen Entwicklungen, wie das, also die Temperatur ansteigt oder ansteigen könnte nach diesen verschiedenen Szenarien. Heute spricht man gar nicht mehr über die Szenarien, das war also vor... ja, in den 80er, 90er Jahren. Heute werden die einfach unter den Tisch gekehrt, weil es Realität sein soll. So, ich habe mal hier so eine kleine, so ein rausgegriffen, das B1-Szenario. Das war das Jahr 2000 und das war hier vorhin der Beginn der Klimakatastrophe, in Anführungszeichen. Und wenn man diese Szenarien unterschiedlich, die kommen zu unterschiedlichen Endtemperaturen für das Jahr 2100. Und ich habe mal Folgendes gemacht. Wenn man mal diesen Anstieg hier von 0,5 Grad nimmt, Grad Celsius, das sind also 30 Jahre, in 30 Jahren ist das passiert, dann könnte man doch sagen, 0,5 Grad in 30 Jahren, das ist hier Delta X, in 100 Jahren, ne, verhält sich wie X Grad Celsius zu 100 Jahren. Das wäre jetzt Dreisatz, die Schüler mögen das nicht, so ein Dreisatz, aber könnte man nicht machen. Ne? 0,5 Grad verhält sich zu 30, wie X Grad zu 100 Jahren, das wären dann 100 Jahre. Ja, wenn ich das machen würde, ne, dann habe ich eine Zunahme bis 2100 und die wäre dann linear. Ne? Da käme dann 1,67 Grad Celsius raus. Rein rechnerisch kann jeder Schüler selber machen, wozu teure Computermodelle und Szenarios, die ja immer mehr leisten sollten, immer größer wurden, immer teurer wurden. Und es wurde dann wahnsinnig viel Geld ausgegeben, das hätte der Schüler machen können, in vielleicht 10 Minuten. Ja, wenn er nicht so gut in Mathe ist, hat er eine halbe Stunde gebraucht. Aber trotzdem, das ist also ziemlich einfach, zum gleichen Ergebnis zu kommen.
So, dieses Computersimulationsmodell für B-Einzelner stimmt gut mit dem linearen Ansatz, Dreisatz überein. Na, das wäre also einfacher gewesen. Und laut Schellenhuber, der Chef des PIC in Potsdam, der sagt, es ist ohnehin ein linearer Ansatz würde reichen. Dann frage ich mich, warum wurden diese teuren Computermodelle gemacht? Wenn er sagt, es ist ein linearer Ansatz, würde es auch tun. Ne? Irgendwie widersprüchlich. Ja, immerhin ist diese 1,67 kleiner 2 Grad, das ist die berühmte Grenze, 2 Grad Ziel. Und da würden wir, wenn das bestimmen würde, immer noch drunter liegen. Ja, diese drohende Klimakatastrophe, die hat der Professor Latif verbreitet im Jahre 2000. Die gut gemeinte Sache versteckt sich unter dem Deckmantel Klimaschutz. Also wir brauchen einen Klimaschutz. Das Klima kann man nicht schützen, sagt jeder, der was davon versteht, weil das ist ja ein virtuelles Datenmodell. Wie soll ich das denn schützen? Da kommt's, Klima kann man nicht schützen. Und dann traute sich der Kollege Mojib Latif, ja, ich kann nicht Kollege sagen, das ist ein Klimawissenschaftler, kein Klimatologe. Also 2000 kündete er an im Spiegel, Winter mit starkem Frost und viel Schnee, wie noch vor 20 Jahren, wird es in unseren Breiten nicht mehr geben. Wenn das keine Drohung ist, dann weiß ich es nicht. Wir wissen aber alle, dass das nicht stimmt. Er hat sich da sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Er wusste gar nicht, dass ihn das bald einholen wird, die Aussage. Die Realität war nämlich schon bereits 2012, 2013, war bereits der fünfte Winter mit sehr viel Schnee. Hier natürlich extrem viel im Allgäu. Und von wegen wird es in unseren Breiten nicht mehr geben. Man sollte sich nicht so weit zum Fenster rauslehnen, wenn man sich auf Modelle stützt. Im Februar 2013, 1 Meter Schneehöhe im Allgäu. Und jetzt komme ich zu der Erfindung des 2-Grad-Zieles. Was soll also dieses, wo kommt das überhaupt her? Ein Fachjournalist der FAZ hat die Entstehungsgeschichte mal interviewt und herausgefunden, wer kann mir denn da weiterhelfen? Danach hat die Geschichte des 2-Grad-Grenze mit dem Wirtschaftsexperten William Nordhaus begonnen. Der kam also als erster auf so einen Gedanken, das 2-Grad-Ziel ist demnach ursprünglich eine Erfindung der Wirtschaftswissenschaft. Hallo, wo sind da, ist da die Klimatologie oder die Klimawissenschaft? Die Wirtschaftswissenschaft kam dort. Man sieht auch gleich, wo die Interessenlage dann liegt. Zu klären bleibt dann noch das 2-Grad-Ziel in der Klimawissenschaft oder in der Politik. Na, da komme ich dann gleich noch drauf. So, viele Wissenschaftler, nicht nur Klimawissenschaftler, sondern überhaupt Wissenschaftler, Meteorologen und andere, die distanzieren sich deutlich von Schellenhubers 2-Grad-Idee. Das war nämlich auch seine Idee, hat er hinterher gesagt, 1995. Das später wurde dann daraus das 2-Grad-Ziel, das politische 2-Grad-Ziel. Ich habe vorhin erwähnt, ganz am Anfang, Politikberatung wollen die Klimawissenschaftler machen. Da haben sie der Politik vorgeschlagen, ja, 2 Grad, mehr darf es nicht sein, sonst kommen wir in die Klimakatastrophe. Ja, und dazu nochmal Professor Hans von Storch. Das ist eigentlich auch ein Klimawissenschaftler, der ist also auf der Seite des Klimawandels, auch der Klimakatastrophe. Der hat aber gesagt, erstaunlich mutig, 2 Grad ist eine politische, eine sinnlose Zahl. Also widerspricht dem Schellenhuber wirklich direkt und sagt, was soll diese 2-Grad-Ziel, das ist doch nur Politik, hat doch mit Wissenschaft gar nichts zu tun. Das haben auch andere noch später gesagt. Und das hat er wirklich gesagt, ich verkneife mir das, ich halte das für Verarrer. Also hat er aber gesagt, in der Zeit vom 20.08.2009. Er hat das so sehr deftig ausgedrückt und jeder wusste, was gemeint ist. Gut, Schellenhuber und Latif vergleichen jetzt so die 2-Grad-Grenze mit der Erwärmung der Erde um 2 Grad und der Körpertemperatur. Das ist doch klar, wenn nicht 37 Grad ist die Körpertemperatur, wenn die 39 ist, haben wir Fieber. Das haben sie gesagt, naja, wenn die Erde 2 Grad sich erwärmt, hat sie auch Fieber. Das ist absolut irrsinnig. Wir haben das für Kinderbücher eigentlich, so eine Grafik. So, 3 große deutsche Geoinstitute stellen sich quer zu der internationalen Klimapolitik. Es gibt überall auch Widerstand aus den eigenen Reihen. Und zwar war das das AWI, das Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven. Und das GFZ, das Geoforschungszentrum in Potsdam. Die haben auch gesagt, 2-Grad-Ziel
wir wollen doch nicht Politik hier machen. Wir wollen Wissenschaft machen, aber keine, nicht der Politik dienen. So. Und dann gibt es noch das Senckenberg-Museum, eine naturnahestehende oder Naturgesellschaft, die sich auch mit dem Klima befasst hat, in Frankfurt am Main, aber nicht so groß wie die beiden anderen. Die haben alle gesagt, ein Limit von 2 Grad Erwärmung ist praktisch Unsinn. Ne, das, was will die Politik mit dem 2-Grad-Ziel eigentlich? Naja, komme ich noch drauf. So, vergleichen wir das mal mit den Januartemperaturen der letzten 28 Jahre in Deutschland. Dann sieht man insgesamt, wie immer, es geht auf und ab beim Wetter und beim Klima, ist immer das Gleiche. Aber ich kann dann eine Regressionsgerade in der Statistik reinlegen und die ist also nicht steigend, obwohl hier manche Maxima sehr hoch sind, kommen wir gleich wieder ein Minimum dahinter. So dass also im Grunde eine Regressionsgerade eigentlich nach unten geht. Und die Daten sind wirklich vom Deutschen Wetterdienst in Offenbach. Also keine irgendwie erfundenen Daten. Statt wärmer wurde es im Mittel etwa 1 Grad kälter. Das wäre die Kurve, die rote jetzt, wenn der Klimawandel wirklich stattgefunden hätte oder stattfindet, hätte eigentlich erwartet, dass die Temperatur ansteigt. Wie viel wusste man nicht so genau zu dem Zeitpunkt, aber dass sie sinkt, das widerspricht völlig jeder Vorstellung der Klimawissenschaft. Nochmal Professor Storch, von Storch, Direktor des GKSS-Forschungszentrums Geesthacht, sagte im Spiegelgespräch, wir stehen vor einem Rätsel, weil eigentlich müsste es ja ansteigen, es geht ab. Seit 15 Jahren steigen die Temperaturen nicht mehr an. Sollte die globale Erwärmung weitere 5 Jahre, das war ja immerhin 2013, das wäre dann 2018, sind wir nicht mehr allzu weit entfernt, sollte noch 5 Jahre weiter pausieren nennt er das, ne? Man könnte auch abnehmen sagen, dann stecke in den Modellen ein fundamentaler Fehler und die Vorhersagen müssten korrigiert werden. Also er bezieht sich auf seine Modelle, die er ja auch mitmacht, aber da muss wohl ein fundamentaler Fehler sein, meint er jetzt, nachdem die Realität ja anders aussieht. So, ich habe mal den Kollegen Professor Storch, versuche ich mal zu erklären, wo denn die fundamentalen Fehler stecken. Warum stimmt denn das nicht? So, die Computermodelle gehen von falschen Voraussetzungen aus. Deswegen stimmt, ist da ein Riesenfehler drin, ein fundamentaler. Es gibt keine Beweise für einen CO2-Treibhauseffekt, wie ich eingangs schon sagte. Natürlich schlecht, wenn das nicht bewiesen ist, wie will ich denn dann zu steigenden Temperaturen kommen? Kohlendioxid hat keinen Einfluss auf die globale Temperaturschwankung. Allenfalls umgekehrt, wie ich sagte, aber nicht in diese Richtung. Und schließlich noch ein weiterer fundamentaler Fehler. Die künftige Entwicklung des Erdklimas ist nicht vorhersagbar. Und trotzdem versuchen sich natürlich die Klimawissenschaftler der Politik zu beugen, sondern wir machen Politikberatung. Wenn ihr das wollt, dass die Erde sich erwärmt, dann machen wir das schon mit dem Klima. Dann kommt das schon dabei raus. Es erinnert mich immer an eine Studie in der Zahnklinik, von der ich mal gehört habe. Da wurde mit zig Patienten, ich glaube 50 Patienten getestet, der Karies-Wirksamkeit einer Zahncreme. Und dann sage ich, wer hat denn die Studie bezahlt? Schweigen. Ja, der Hersteller der Zahncreme natürlich. Ja, dann weiß man doch vorher schon, was rauskommt. Und genauso ist das hier auch. Die Politik bezahlt die Klimawissenschaft und ich muss noch mal ganz kurz zurück hier. Die künftige Klimawirkung des Erdklimas ist nicht vorhersagbar. So, woher habe ich das? Man nimmt mal die IPCC-Aussage über Klimamodelle, also der Weltklimarat. Was sagt denn der zu dem Problem? In der Klimaforschung und Modellierung sollten wir erkennen, dass es sich um ein gekoppeltes, nicht lineares, der Widerspruch, chaotisches System hat, im physikalischen Sinne chaotisch. Deshalb sind längerfristige Vorhersagen über die Klimaentwicklung nicht möglich, sagt der Weltklimarat. Das kann man gar nicht glauben, ne? Nachdem die ja das vorangetrieben haben. Und wo steht das? Im IPCC Third Assessment Report 2001, Section 14.2.2, Seite 774. Und dieser Teil, der wurde eben nicht den Politikern übergeben, das war die ausführliche Fassung, wo das drin steht, dieser Satz, sondern die bekamen eine Kurzfassung und da fehlt dieser Satz. Also wussten die Politiker vielleicht nichts davon oder doch, ich weiß es nicht. Und auch die Journalisten, da muss man schon genau lesen, sich den richtigen ausführlichen Bericht hernehmen, hätte man diesen Satz gefunden. Und das, wie gesagt, ich sag's nochmal, IPCC, Welt,
Klimarat. Also es ist quantitativ damit nicht bestimmbar, wenn man keine Aussage macht und nicht linear, dann ist es ganz schwierig und chaotisch ist so ähnlich wie das Wetter, das läuft ja auch chaotisch ab, physikalisch gesehen. Nochmal Herrn Schellenhuber, der Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, stellte schon vor längerer Zeit apodiktisch fest, es gäbe eine einfache lineare Beziehung zwischen der Zunahme von CO2 und der Luft, der globalen Erwärmung. Also CO2 in der Luft und die globale Erwärmung. Da gibt's ganz einfach ist das, was rechnet ihr denn da große Modelle komplizierter? Außerdem ist es gar nicht lösbar, wie der IPCC sagt. Also gibt es eine ganz einfache lineare Beziehung. Nachzulesen hier, Focus Online. Die Linearität, quantitativ bestimmbar, jetzt plötzlich doch bestimmbar. Wenn das so wäre, bestimmbar wäre, und zwar aus dieser kurzen Zeit nur, aus diesen 25 Jahren, dann müsste das ja so sein wie das Ohmsche Gesetz, Spannung ist gleich Strom mal Widerstand, wenn es linear ist, dann könnte man das ja vergleichen, das müsste dann hier heißen, CO2 ist gleich x mal Temperatur. Also irgendein Proportionalitätsfaktor, so wie der Widerstand hier, und dann müsste man, wenn es denn linear wäre, eine solche Gleichung aufstellen. Aber nur, wenn wirklich der CO2-Anstieg von der Temperaturzunahme abhängig wäre, das ist er aber nicht. Und zwar mehr als nur für diese 25 Jahre. Wenn ich das rausgreife und will dann hier eine Beziehung finden zwischen CO2 und Temperaturanstieg, ja, dann habe ich doch nur 25 Jahre zur Verfügung. Das ist nicht mal der Zeitraum, wo ich eine Klimaaussage mache. Mindestens 30 Jahre, sagt man in der Literatur. Und jetzt greift man sich also dieses kleine Stück da raus, 25 Jahre. So, und damit ist dann sozusagen Herr Schellenhuber auf der Seite, dass es einen linearen Zusammenhang gibt. Ich nenne das selektive Statistik. Man sucht sich den Teil raus, wo mein Modell, was ich im Kopf habe, passt. Und das streiche ich einfach weg und das ignoriere ich auch. Und dann kann man sowas ja mal behaupten. Vielleicht merkt es dann keiner. Ja, selektive Statistik. Ne? 25 Jahre rausgewählt aus einer langen Reihe. So, 35 ppm würde dann entsprechen 0,5 Grad Celsius. Wenn ich das real für real halte und sage, es gibt eine Korrelation hier und es gibt eine Gleichung, wenn das dann so wäre, wäre das das Rätsels Lösung. Ist aber nicht. Nehmen wir mal wieder weg. Und die Frage bleibt, wie viel Gigatonnen im Jahr CO2 entsprechen denn jetzt dem 2-Grad-Ziel? Das heißt, wo muss ich, wenn ich auf 2 Grad begrenzen will, wo muss ich den CO2-Ausstoß oder in die Atmosphäre denn begrenzen? Wie viele Tonnen muss ich denn einsparen? Die Frage kann aber niemand beantworten. Und da denke ich, da fällt mir ein hier, was über ganz allgemein über Modelle, Prognosen, fällt mir die logistische Funktion ein. Bevölkerungsentwicklung, ich weiß noch diese Kurve hier in Nordrhein-Westfalen, das war so ist mindestens 30, 40 Jahre her, die Bevölkerung nimmt zu. Sie hat aber dann wieder abgenommen. Und das war ein exponentieller Anstieg, sagte man. Und damals hieß es ja auch, die Weltbevölkerung nimmt exponentiell zu. Und das ist also dramatisch, wenn es so weitergeht, können wir die nicht mehr ernähren, die vielen Menschen auf der Erde. Ja, dann ist eine Phase, wo das quasi linear ist. Und was passiert? Es gibt eine Sättigungsgrenze nach dieser logistischen Funktion. Und dann geht vieles wieder auf normal zurück, auf einen höheren Standard als vorher. Aber es steigt nicht darüber hinaus. Und das ist, was man den Leuten eben weismachen wollte. Die Katastrophe kommt, wenn das immer weiter steigt hier, möglichst noch exponentiell. Das haben wir erlebt beim Waldsterben, Vogel-, Schweinegrippe, Ozonloch, Acrylamid, BSE, Rinderwahn, Pest, AIDS, Primärenergieverbrauch des Internationalen Instituts für angewandte Systemanalyse, das 1981 gesagt, wir brauchen immer mehr Energie. Und haben dann natürlich vorausgesetzt, auch die dritte Welt wird immer mehr Energie brauchen. Haben wir dabei vergessen in dem Eifer, die haben ja eigentlich sehr warm, die brauchen doch gar keine Heizung. Naja, das war dann aber zu spät. Also auch da hat man ein exponentielles Wachstum an Energiesteigerung vorhergesagt, was aber nicht eintrat. Übrigens auch bei der Pest, wenn es so weitergegangen wäre, ne, dann würden wir heute nicht mehr hier stehen, wäre die Menschheit längst ausgestorben. Und AIDS weiß man inzwischen auch, dass es nicht mehr sehr stark ansteigt. Es gibt einen Effekt, dass also die Leute, die sind zwar HIV infiziert, aber AIDS bricht nicht mehr aus. Ne, also in vielen Fällen nicht mehr.
woran es liegt. Die Natur regelt da irgendwas, keine Ahnung, ich bin kein Biologe. Aber Faktum ist es, dass AIDS nicht mehr so schnell ausbricht. So, ich erinnere mal an die globale Hysterie mit dem Waldsterben. Da hieß es damals, wir stehen vor einem ökologischen Hiroshima. Im Spiegel nachzulesen zum Thema Waldsterben. Ich nehme nur dieses eine Beispiel hier mal. An der Diagnose gibt es nichts mehr zu deuteln. 50% der bundesdeutschen Wälder sind geschädigt. Am Ausmaß des Waldsterbens könnte nicht mal der ungläubige Thomas zweifeln, allenfalls ein Ignorant. Außerdem wurden richtig beschimpft, wer dagegen geredet hat. Oder das Sterben der Wälder wird unsere Länder stärker verändern als der Zweite Weltkrieg. Muss man sich mal vorstellen, was man da für Töne in den Mund genommen hat. Das war Hubert Weinzierl, der Vorsitzende des Bundes für Umwelt und Naturschutz. Vergleicht das Waldsterben mit dem Zweiten Weltkrieg. Wie schnell man dabei ist. Und wie sagte noch Niels Bohr, bei solchen Modellen in die Zukunft, Prognosen sind immer schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen. Ein wahres Wort. Was meinte er natürlich mit diesem witzigen Satz? Er wollte sagen, liebe Kollegen, Vorsicht, macht Wissenschaft so viel wie ihr wollt, macht alles Mögliche, aber lasst die Finger weg von Prognosen. In dem Moment, wo ich auf Prognosen abfahre, kann es mir ganz schlimm passieren, was Herrn Latif, dem Professor Latif passiert ist. Es wird kein Schnee und kein Eis mehr geben. Und dann hat die Wahrheit ihn eingeholt. So, globale Emissionen, wo kommt das CO2 denn her? Die gesamten Emissionen betragen geschätzt 800 Gigatonnen pro Jahr. Man sieht, wo die herkommen, aus Ozeanen, Vegetation am Boden und Vulkane. Die Vegetation ohne Waldbrände mal gerechnet, weil das ist ganz schwierig. Es hat immer schon Waldbrände gegeben, auch in der Geschichte, dass ein Blitzeinschlag eine riesige Fläche Wald vernichtet hat. Natürlich auch anthropogen, wenn es eine Brandstiftung ist. Aber es geht eigentlich nur darum, dass hier das insgesamt 96,5% sind. Und 6,5% sind wirklich anthropogen. Kraftwerke, muss ich nicht sagen, Schiffe auf hoher See, sonstiger Flugverkehr, Pkw, Lkw, Verbrennung von Biomasse, Industrie unter Hausbrand. Das Ganze zusammen aber macht nur 3,5% aus an dem Anteil an globalen Emissionen. Das ist also nicht sehr viel, was der Mensch dazu beiträgt. Die Natur macht noch viel mehr. Ja, allein der Ätna, ist einer der rund 500 aktiven Vulkane der Erde, emittiert ca. 35.000 Tonnen, das war 2011, an einem Tag, wenn so ein Vulkan ausbricht. Das ist schon gewaltig. Da können wir lange für Auto fahren. So, aus der Natur stammen also ca. 96,5%, die ich vorhin schon sagte. Und dagegen beträgt der anthropogene Anteil etwa nur 3,5%. Das ist wirklich anthropogenes CO2. Und wenn ich das mal so hochrechne, 400 ppm CO2 in der Luft, das sind also 0,04%. Die ist schon ein paar Mal gefallen, diese Zahl. Der CO2-Anteil in der Luft ist also 0,04%. Davon Naturkreislauf, das ist so ca. 95%. Davon anthropogen, sagte ich. 3,5%, ich rechne das jetzt als Dezimalzahl da. Und davon jetzt den Anteil Deutschlands, wir sind ja einer der großen CO2-Emittenten, 3,1%, davon sind dann 0,00041%. Deutschlands Anteil am anthropogenen CO2 beträgt demnach 41 mal 10 hoch minus 6% CO2, das sind so 41 Millionstel Prozent. Natürlich tragen wir dazu bei. Man muss die Größenordnung sehen und dann vergleichen, was die Natur macht. Die können wir nicht einfach ausschalten, die Vulkane. Und das muss man einfach in Relation sehen. Ja, das will ich jetzt nicht drauf eingehen. 10 Staaten mit den welthöchsten CO2-Emissionen. Wir sehen, Deutschland ist da auch ganz gut im Rennen, ist eigentlich schon in der EU drin, schon enthalten. Auch nochmal ausführlich da rausgestellt, 759. So, dann kommt das Kapitel mit dem ECS. Die geschätzte Klimasensitivität, möchte ich darauf eingehen, weil es immer wieder gefragt wird danach, was ist das eigentlich? Und zwar ist das der Anstieg in Kelvin, also eine Differenz von Grad Celsius, nennt man immer Kelvin, zu erwarten bei Verdopplung des CO2-Gehaltes. Wir haben ja vorhin schon mal über Verdopplung gesprochen. Und das ist im Vergleich zum angeblich vorindustriellen Niveau von 280 ppm, angeblich vorindustriell. So, jetzt kommt das Problem an dieser Klimasensitivität. Erstens, der vorindustrielle Wert von 280 ist nicht bestätigt. Vorhin hat es ganz anders gezeigt. Zweitens,
Die Natur angebende Werte liegen nach Autor zwischen 0,1 und 9,6 Kelvin, also Klimasensitivität. Da kommen ganz unterschiedliche Ergebnisse raus. Und jeder sagt, die Leute, die gesagt haben, 0,1 Grad Celsius, hier ist die Differenz bei der Verdopplung. Und andere sagen, 9,6 Kelvin wäre die Verdopplung. So, und jeder sagt mit 90 oder 95% Wahrscheinlichkeit. Da sind sich alle ziemlich sicher, obwohl hier zwischen 0,1 und 9,6 sind fast ein Faktor 100. Das wird einfach hingenommen. Ne? Danach wäre also 0,1 Grad Klimasensitivität, 560 ppm, das wäre die Verdoppelung, oder der Verdoppelung des vorindustriellen Wertes. Und 9,6, auch 560 ppm. Also Verdopplung des vorindustriellen Wertes. Ja, dass da irgendwas faul ist, ne, das ergibt sich von selbst. Jetzt kommt es aber. Die Angabe der Klimasensitivität, die ich hier gerade definiert habe, setzt den Glauben an die Abhängigkeit der steigenden Temperatur vom zunehmenden CO2-Gehalt voraus. Also das Ganze macht nur Sinn, wenn ich sage, jawohl, dass die Temperatur steigt, weil wir mehr CO2 in die Atmosphäre bringen. Aber es ist nicht, CO2 ist nicht die Ursache. Also das Ganze mit der Klimasensitivität muss man ein riesiges Fragezeichen dahinter machen. Außerdem ist immer noch nicht die Frage geklärt, wie viel Gigatonnen CO2 im Jahr entsprechen denn jetzt 2 Grad Celsius. Da gibt es auch keine Antwort drauf. So, jetzt möchte ich mal das 2-Grad-Ziel noch ein bisschen beleuchten. Ich habe hier mal den Jahresgang der Temperatur von Berlin. Ich habe vorhin gesagt, 8,9 Grad Celsius wäre also der Durchschnitt, läge hier ungefähr der Durchschnitt. Aber wir haben ja keine stetige Temperatur, sondern wir haben ja Winter, Sommer und wieder Winter. Sieht also so aus. Und das 2-Grad-Ziel würde jetzt bedeuten, nicht 8,9, sondern 10,9. Das wäre diese gestrichelte Kurve. So viel könnten wir uns erlauben in Mitteleuropa oder in Berlin als Beispiel, Leipzig auch. Darüber wären wir bei einer Klimakatastrophe. Jetzt schauen wir das mal an. Was ist 3? Das ist Madrid. In Madrid, die haben wir jetzt schon die Klimakatastrophe, demnach. Oder 4, das ist Rom, aktuell. Das ist auch aktuell, das ist das Ziel, das deutsche Ziel. Madrid aktuell, Rom aktuell. Jetzt nehmen wir noch einen, ich könnte noch mehr nehmen. 10. Und dann mache ich mal hier eine rote Linie. Das ist das Jahresmittel in den Tropen. Ich sagte ja vorhin schon, die haben kein Jahreszeitenklima, sondern Tageszeitenklima. Das heißt, das ganze Jahr über bleibt die Temperatur auf fast dem gleichen Niveau. Und das liegt natürlich auch weit oberhalb der Klimakatastrophe. Das heißt, die armen Menschen kommen mit der Klimakatastrophe offenbar gut zurecht. Ne? Ich sage das immer etwas ironisch, Klimakatastrophe. Ne? Wissen, was ich damit meine. So, die Erde hat also kein Fieber. Wir sind also diese Fieberkurve hier, diese gestrichelte Linie, wird also bereits jetzt schon deutlich überschritten. Nochmal zur Erinnerung, ne, die Lebensräume des Menschen. Überall lebt der Mensch in diesen verschiedenen Temperaturbereichen, die wir vorhin schon gesehen haben. Und wenn ich das jetzt mal weiter ausformuliere, im Auftrag der Bundesregierung stellte die Deutsche Akademie für Technikwissenschaften ACATEC in München folgendes fest, in einem kleinen Bericht, der war nicht sehr, sehr groß, aber folgendes. Die gehen davon aus, das ist natürlich bezahlt von der Bundesregierung, also sagen, gut, Klimawandel, okay, machen wir. Der Klimawandel wird für Deutschland grundsätzlich beherrschbar sein, sagen die aber. Von einer drohenden Klimakatastrophe ist in dem 38-seitigen Papier, das ist ja nicht viel, nirgendwo die Rede. Es werden hierzulande keine klimatischen Randbedingungen auftreten, heißt es weiter in diesem Bericht, die nicht bereits in anderen Regionen der Erde existieren. Das war vorhin der Lebensraum des Menschen. Da existieren bereits solche Bedingungen, die viel wärmer sind. Und in der Regel bewältigt werden. Die Leute leben ja da. Also wo ist das Problem, sagt diese Studie. Aber das war natürlich nicht sehr schön für den Auftraggeber, dass sie das gemacht haben. Aber die haben sich immerhin an die Wahrheit gehalten. So, die kalten und zum Teil sehr schneereichen Winter der letzten 4 Jahre sind ein Zeichen der Erderwärmung. Das hat man ja gesagt, muss ich mir vorstellen. Da gab es, ich habe ja vorhin erwähnt, 2013, 2009, 10, 11, 13 hatten wir ja sehr schneereiche Winter. Was haben die denn gesagt, die Klimawissenschaftler? Die kalten, zum Teil sehr schneereichen Winter sind
der letzten 4 Jahre sind ein Zeichen der Erderwärmung. Kalte Winter, ein Zeichen der Erderwärmung. Ja, sage ich, ich dachte, die warmen Winter sind ein Zeichen der Erderwärmung. Die natürlich auch. Aber wenn ich das so formuliere, dass auch die schneereichen Winter der letzten 4 Jahre Zeichen sind, dann ist alles ein Zeichen der Erderwärmung. Dann kann ich die Erwärmung, die Abkühlung, jeden Wert dazwischen immer ein Zeichen der Erderwärmung. Das ist denen gar nicht aufgefallen, glaube ich. So, allerdings hatte keines der Klimamodelle, der bis dahin bekannten Klimamodelle, die Abkühlung in den letzten 10 Jahren jetzt und die kalten Winter vorausgesagt. Sinkende Temperaturen waren einfach nach den Modellen nicht vorgesehen. Erst jetzt im Nachhinein dann kommen die drauf und sagen, ja, versuchen das zu erklären, aber die Erklärung ist wirklich lächerlich. So, jetzt will ich mal ein paar Leute zu Wort kommen lassen, die hier interessante Zitate von sich gegeben haben. Der Global Warming Alarm kommt im Gewande der Wissenschaft daher, aber es handelt sich dabei nicht um Wissenschaft, es ist Propaganda, sagt ganz deutlich Professor Paul Reiter, Pasteur-Institut Paris. Es gibt eine ganze Menge Leute, die trauen sich auch die Wahrheit in die Öffentlichkeit zu bringen. Auch wenn sie noch im Dienste sind und nicht im Ruhestand, so wie ich. So, das Resümee. Niemand kennt eine belastbare quantitative Beziehung, nach der die Lufttemperatur sich über die CO2-Mengen in der Atmosphäre steuern ließe. Hab also nichts in der Hand, keiner weiß das. Wie kann ich, wenn dann CO2 immer mehr erscheint in der Atmosphäre, wie kann ich das denn steuern? Gar nicht kann ich das steuern, sage ich mal. Es kommt aus den Ozeanen. Eine solche Beziehung kann es auch nicht geben, weil die Temperatur nicht von den CO2-Mengen abhängt, sondern das CO2 von den Temperaturschwankungen. Das hat man vorhin auch schon mal gesagt. Es kann also gar nicht so eine Beziehung geben. Das 2-Grad-Ziel ist wissenschaftlicher Unsinn, politisch aber um jeden Preis gewollt, und zwar weltweit. Man findet immer Wissenschaftler, die leicht politisch motivierbar sind. Ich habe das mal ganz höflich ausgedrückt, leicht politisch motivierbar. Man kann das auch gar ganz anders nennen. Nee, immer findet man Wissenschaftler, die ein Kollege hat mal zu mir gesagt, zu dem Thema hier passend, es gibt Teile in der Wissenschaft, leider in der Naturwissenschaft, nicht alle um Gottes Willen, es gibt Teile, die machen für Geld alles. Hat er gesagt, wie eine Nutte, ne? Die macht auch für Geld alles. Also Wissenschaftler handeln offenbar einige, auch nach diesem Prinzip, Hauptsache es gibt Geld. Man kann es sogar verstehen irgendwo, denn die Institute müssen ja finanziert werden. Muss irgendwo das Geld ja herkommen. Also nehme ich alles, was ich kriegen kann, um meinen Lehrstuhl, um Doktoranden, um Planstellen zu erweitern, vielleicht sogar, brauche ich Geld. Übrigens ganz kurz hier aktuell, das ist erst vom 10. Februar 2016. Der oberste Gerichtshof stoppt die Klimapläne der USA, nachdem ja Obama gesagt hat, ja, wir lassen uns darauf ein, CO2 muss reduziert werden. Hier nach dem Clean Power Plan sollte also der Ausstoß in den USA bis 2030 im Vergleich zu 2005 um 32% sinken. Obama hat nicht gesagt, wie er das machen will. Es ist einfach nur so eine Behauptung, so eine Feststellung. Ja, aber wie das gehen soll, keine Ahnung. Und das hier jetzt ist aber jetzt gestoppt worden. Mehr als 2 Dutzend mehrheitlich republikanisch geführte US-Bundesstaaten und mehrere Unternehmen aus dem Energiesektor klagen seit Monaten vor verschiedenen Gerichten diesen Unsinn ein. Das kann ja wohl nicht wahr sein. So, und nochmal Professor Hans von Storch, weil ich nehme ihn immer gerne, weil es ist ja kein Klimatologe, sondern Klimawissenschaftler. Und wenn die selber schon Zweifel haben, ne, dann ist das doch ein bestes Indiz, als wenn ich sagen würde, ich als Klimatologe bin dagegen. Man braucht doch nur bei den Klimawissenschaftlern selbst zu schauen, was die sagen. Die Klimaforschung ist nicht normal, sondern postnormal. Bedeutet, der postnormale Wissenschaftler tritt als Anwalt einer wertorientierten, guten Sache natürlich auf. Er will ja nur das Beste für die Menschen. Die Politik steckt dahinter. Oder auch einer politischen Agenda. Also in dem Deckmäntelchen, wir wollen nur das Beste für euch. Die Politiker wissen sowieso viel besser als wir, das Volk, was gut für uns ist. Kommt immer alles von oben. Also auch der Klimawandel. So, und Svensmark, ein Kollege aus Dänemark, Henrik Svensmark, sagt, das ist sehr interessant, das ist jetzt auch einer, der gegen den Strom schwimmt. Klimaforschung ist keine normale Wissenschaft mehr. Da stimmt er also völlig mit von Storch überein. Sie wurde völlig politisiert, die Klimawissenschaft. In den letzten Jahren besteht gar kein Interesse mehr daran, an neuen Erkenntnissen irgendwas, sondern man hat sich auf eine Theorie geeinigt, das heißt Klimakatastrophe, Klimawandel und fertig. Ja, das widerspricht, sagt er dann, zutiefst den Prinzipien von Wissenschaft. Also er macht hier deutlich, dass viele Wissenschaftler abweichen von ihrem eigentlichen Kurs
Wahrheitsforschung, Interessenforschung, was ist wirklich in der Natur los, sondern es geht einfach nur ums Geld letztendlich. Ja, und zum Schluss noch, was sagt Professor Norbert Bolz von der TU Berlin? Eine ganz andere Ebene ist das. Umweltpolitik ist längst nicht mehr eine Politik, die auf Alternativen trifft, sondern es ist eine Heilswahrheit. Deshalb meine These, so sagt er, dass es sich um eine Ersatzreligion handelt. Und wer kritisch dem Klima gegenübersteht oder der Klimawissenschaft gegenübersteht, der ist schon längst darauf gekommen, dass es hier sich an eine Religion handeln muss, eine Ersatzreligion. Und damit möchte ich jetzt schließen, das klimapolitische 2-Grad-Ziel als Überschrift. Und Sie sehen, wie nachdenklich sich Merkel hier und Gabriel sich anschauen. Man könnte ja sofort, wie es oft gemacht wird, sollten wir nicht doch lieber von politischer Ideologie reden, statt von die Wissenschaft hier zu verbiegen? Was sagt Merkel darauf? Um Gottes Willen, ich verstehe zwar nichts vom Klima, aber ich bin doch die Klimakanzlerin. Ja, vielen Dank, meine Damen und Herren. Das war soweit zu meinem Vortrag.